Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 3 gegen Weekly Bosses oder, ja, man könnte das natürlich auch Englisch aussprechen, aber das mache ich jetzt nicht. Ja, wie gesagt, 3 gegen Weekly Bosses und da stellt sich natürlich die Frage, werden wir das schaffen? Mit dabei sind dieses Mal das Wildschwein und das Death Crab und ich würde sagen, wir springen direkt mal zum ersten Boss. Boss Nummer 1, Azaha, Versuch 1. Okay, die erste Person ist schon tot. Okay, das könnte mein Todesurteil werden. Ja, ich wusste es. Also, und damit würde ich sagen, gibt's einen Neustart, weil wenn Deathchip den jetzt einfach zu Tode kloppt, dann geht das hier noch 10 Jahre. Versuch 2. Man darf sich hochheilen mitten im Fight so, aber das Ding ist halt, wenn man dann halt während dem Heilen... ja, gerade sage ich, es ist passiert. Wenn man sich während dem Heilen, ja, dann halt einfach ohne, ja, ohne Deckung oder so auffällt, dann ist man dann auch selber schuld so, wenn man dann halt irgendwie drauf geht. Jetzt markiert er hier die Teiler und alles andere wird mit Elektro beballert. Und das Problem ist, wenn man von dem Zeug getroffen wird, wie ich jetzt gerade, ja, dann gibt es jetzt tickenden Damage. Und ich werde jetzt wahrscheinlich sterben, ne? Ja, ich wusste es. Versuch 3. Okay, wir können ihm wieder Damage machen. Und da ist schon jemand gestorben. Okay, er ist gestorben irgendwie. Actually, was mich freut. Und nein. Versuch 4. Ja, Boss Nummer 1 ist Azehata und ich würde sagen, ich erkläre es jetzt mal kurz die Regeln oder so, während ja, hier im Hintergrund einfach eine Schlägerei abläuft. Das denke ich mal ganz witzig so. Und ja, ich habe ja am Anfang des Videos erwähnt gehabt, dass es einen ersten Part von diesem Videoformat gab. Und da wurden halt auch nochmal alle Regeln und sowas erklärt. Deswegen, wer das noch gerne nachholen möchte, kann das gerne machen. Sonst werde ich das auch hier nochmal erklären. Einfach damit es für alle so klar ist, was wir hier eigentlich machen. Wir bekämpfen einfach Weekly Bosses mit 3 Charakteren. Und man darf alles einsetzen. So, also man darf jetzt zum Beispiel Boost Essen einsetzen. Man darf sich während dem Fight healen und so. Aber ja, wenn man dann halt irgendwie drauf geht oder so, weil eine Bubble eingetroffen hat und man sich einfach hochgeheilt hat, dann ist das halt, ja, die Verantwortung von einem selbst. Ja, noch kurz zu uns so, wir sind 3 verschiedene Spieler so. Ich bin Stufe 56, bald 57, Deathjob ist 53 und das Wildschwein ist gerade mal 51 geworden. Und wir haben alle unterschiedliche Erfahrungsstufen, sage ich jetzt mal, mit diesem Boss, beziehungsweise allgemein mit den Bossen. Es bleibt ja nicht nur bei dem Azehata-Boss, sondern wir werden auch dann noch den Raiden-Boss machen und den neuen, ich weiß nicht, wie der heißt, diesen Sumeru-Boss-Fight-Weekly-Boss. Ja. Und bis jetzt sind wir alle noch am Leben. Das Wildschwein ist ein bisschen am Limit so, aber wir sind alle am Leben. Das ist das Wichtigste. Aber der wird jetzt gleich sein Element wechseln. Das ist, by the way, nicht der erste Anlauf oder so, sondern das ist jetzt, glaube ich, schon der dritte. Ich werde das wahrscheinlich kurz reingeschnitten haben oder so, aber wir haben anfangs einmal den Boss auf Stufe 90 gemacht. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, war das eigentlich fast schon ein bisschen blöd so, weil wir haben im ersten Part die Bosse auch nicht auf Level 90 gemacht, weil wir da halt einfach in einer anderen Welt drin waren. Deswegen wollte ich jetzt einfach, dass es alles ein bisschen einheitlicher ist und die erste Person ist schon gestorben. Oh nein, okay, da werde ich getroffen. Das ist aber auch eine Scheiße manchmal mit der Fähigkeit, weil man kann dann nicht immer einen Safe-Spot finden. Und ja, man muss auch sagen, wir haben fairerweise auch nicht alle den... Wieso geht er auf mich? Ich dachte, geht auf Deathchip, der hat ihn voll angestarrt. Ich wollte mich gerade hochheilen und auf einmal geht er auf mich los. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir haben nicht alle den gleichen Rechner, so, also... das Wildschwein hat jetzt fairerweise auch einen schlechteren Rechner, so. Bei dem halt das Zeug nicht so geil rendert wie bei uns, sage ich jetzt mal. Und fuck, wurde ich da getroffen. Und ja, wie gesagt, wir haben auch alle unterschiedliche Erfahrungsstufen mit den Bossen. Also ich bin, glaube ich, so der, der diesen Boss hier am meisten gemacht hat bis jetzt. Und eigentlich auch am besten mit dem umgehen sollte, so. Und ich denke, wir werden diesen Boss definitiv in diesem Anlauf bekommen. Im letzten war das ja eher nicht so erfolgreich. Nee, nein, nein, nicht die Scheiße. Mit den Bubbles sogar. Den Voicecrack hat niemand gehört. Stirb bitte, bevor ich sterbe. Ich will einfach nicht sterben. Komm, 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 bitte. Ja, er ist tot. Endlich. Im vierten Anlauf oder so. Und die haben sogar noch irgendeine Errungenschaft dafür bekommen. Boss Nummer 2. Raiden. Versuch 1. Es hat ohne mich angefangen. Ja, zweiter Boss, Raiden. Wir kämpfen mit Raiden gegen Raiden. Und, ja, auch hier haben wir wieder unterschiedliche Erfahrungsstufen, sage ich jetzt mal, mit dem Boss. Ich glaube, auch hier sollte ich eigentlich fast schon der Erfahrenste sein. Und ich habe extra einen Elektro-Charakter mitgenommen. Okay, die wird jetzt gleich ihre Form bekommen. Ja.
Ja, das Problem ist jetzt folgendes. Ich kann dir jetzt nicht wirklich was anhaben mit meinem Elektro. Das heißt, die anderen müssen jetzt für mich kurz diesen Schild hier kaputt kriegen. Und dann können wir den Boss erst weitermachen. Weil so werden wir den nicht down bekommen. Und, oh nein. Nein, ich habe die Fähigkeit gerade verbraucht. Das sind jetzt alle drei tot. Ne, zwei von dreien sind tot. Ey Mann, ich habe die Fähigkeit doch gerade benutzt. Ich glaube nicht, dass er den Boss bekommt, weil die wird jetzt gleich nochmal ihre Form bekommen und er ist halt sehr low. Und da ist die Form. Er hat gut durchgehalten, aber. Versuch 2. Also Versuch Nummer 2, dieses Mal mit ein paar anderen Charaktern. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube nicht, dass es was wird. Also Devjob hat fucking Barbara auf Stufe 40 ausgewählt. Und ich sehe genau gar nichts. Ja, wir können ulten, perfekt. Jetzt kann man da definitiv ein bisschen Leben abziehen, bevor sie in ihre Form reinkommt. Und sie hat ihre Form, geil. Also ich weiß ja nicht, was sich Devjob mit dem Barbara-Pick gedacht... Ich komme hier nicht raus. Ich weiß ja nicht, was sich Devjob mit dem Barbara-Pick gedacht hat, so. Ah, jetzt machen wir das Schild aber. Okay. Ich weiß ja nicht, was er sich mit dem Barbara-Pick gedacht hat, so. Aber wir werden ihr Schild nicht tot bekommen mit der Hilfe einer Barbara. Jemand ist schlafen gegangen. Das war die Barbara. Stop, Bro, I'm stuck. Noch jemand ist schlafen gegangen. Ja, okay, ich kann eigentlich aufgeben, weil ich muss mit... Krieg ich das weg? Doch, ich krieg das weg. Das hier ist tatsächlich ein LKW. Ich kann das mit Auto-Attacks wegbekommen. Es geht einfach 10 Jahre. Die ist jetzt weg, oder? Ja, die ist geschwächt. Und warum die Musik jetzt da so geleckt hat, weiß ich nicht. Okay, die wird ihre Form bekommen. Ich werde die nicht aufhalten können. Okay, die verliert selber mit der Zeit Schild. Das heißt, wenn ich genug auf Zeit spiele, dann könnte ich die sogar holen. Ich hab scheiße gelabert. Mit Auto-Attacks geht ja gar nichts weg. Und wie kam der Schlag jetzt bitte hier durch? Aber ich glaube, wir sollten die bekommen. Ja, die ist müde. So, mal die Ult. Doch, wir bekommen die. Hätte ich meine Raidner nicht auf C2, dann sollten wir die eigentlich nicht bekommen haben, aber... Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft mit einer Barbara! Wir haben es geschafft mit einer fucking Barbara auf Stufe 40! Boss Nummer 3, Scaramouche Versuch 1. So, dritter und letzter Boss und ich weiß nicht, wie ich den nennen soll, aber ich sag jetzt einfach mal, das ist der Sachamose-Boss. Ich kann das nicht aussprechen, es tut mir leid. Und das Lustige bei diesem Boss ist jetzt folgendes, und zwar bin ich der Einzige, der diesen Boss schon mal gemacht hat. Also bedeutet, die anderen zwei haben gar keine Ahnung, wie der Boss irgendwie funktioniert. Und ich muss selber gestehen, ich bin extrem schlecht bei dem Boss. Ich kann den nicht machen, ohne keine Ahnung, wie viel Damage zu fressen. Deswegen, ja. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die anderen darauf reagieren. Wieso bekomme ich kein Damage? Ja, wieso habe ich kein Damage bekommen? Ich war doch voll drin. Und ich muss sagen, die Leute schlagen sich bis jetzt ganz gut, denke ich jetzt mal. Aber das Lustige wird dann eh später, der Zeitpunkt so, wo diese untankbare Fähigkeit kommt. Also ich würde sagen, die erste Form können wir bei dem jetzt definitiv abhaken, die haben wir geschafft. Jetzt kommt die zweite aber. Aber etwas muss man halt schon sagen, die Mucke bei diesem Bossfight ist extremst geil. Oh nein. Don't care, still don't care. Oh fuck. Ich muss den ja abbellern, stimmt? Oh nein. Okay, jemand ist schon gestorben. Ich muss sagen, ich finde den Boss mega geil. Ich habe die Mucke auch extremst gern. Ja, der bereitet jetzt seinen Angriff vor. Der bereitet jetzt diesen untankbaren Angriff vor. Und hier fail ich immer am meisten, weil ich nicht weiß, wie das geht. Ich habe das immer noch nicht ganz verstanden, wie ich das mache. Ja, ich habe das nicht verstanden. Wie geht das? Wie mache ich das kaputt? Wir werden alle sterben. Muss ich dafür Elektro aufwenden, oder wie? Okay, wir sind tot. Wir sind tot. Muss man dafür Elektro aufwenden, oder wie? Ich habe das überhaupt nicht verstanden, bis heute nicht. Und wie hat er das überlebt? Ist es auch so Raiden-ähnlich, dass nur einer drauf geht, oder wie? Okay, wird den holen? Wahrscheinlich schon, oder? Außer der bereitet jetzt nochmal so einen Angriff vor. Okay, ich glaube, Devjob wird ihn holen, weil das Viech macht ihm ja einen Haufen Damage und der Typ macht, ja, seinen eigenen Angriff nicht. Ja, der wird tot sein. Perfekt. Okay,
Das war's. Ich dachte ganz ehrlich, das wird anstrengender. Aber die kleinen Viecher hier, die haben das geregelt. Okay, das war's jetzt auch mit diesem Boss. Wir haben jetzt auch hier nochmal den Loot eingesammelt. Und das wäre es jetzt eigentlich auch gewesen mit dem Video, beziehungsweise mit der Reihe. Und damit würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten macht's gut, bis dann. Ciao! Und danke natürlich auch an DevChip und dem Wildschwein, dass wir dieses Video drehen konnten. Raus geht Kuss.